Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornsteinrauch. Hallo allen von Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Eine der letzten Lesungen bekam bei YouTube einen Kommentar, der lautet: Das Aufzählen eines Frauen- und Mutteralltags, das so niemals Erwähnung findet, so unwichtig ist das in unserer Gesellschaft, ist anrührend, wichtig und extrem unterhaltsam. Das Persönliche ist eben gesellschaftlich relevant und Armut leider für Frauen ein dickes Thema. Deshalb ist die heutige Lesung den Frauen und Müttern gewidmet. Das Kapitel Zahltag aus dem Buch ist fast 40 Jahre alt, aber leider nicht veraltet. Als ich es geschrieben habe, 10 Jahre zuvor, hatte die Sternaktion gegen den Paragraphen 218 stattgefunden. Und erst 6 Jahre nachdem ich es geschrieben habe, kam der Memminger Hexenprozess. Die Älteren werden sich noch erinnern. Die jüngeren Frauen sollten mal recherchieren. Anfang der 1980er Jahre war ich als alleinerziehende Mutter eines Kleinkindes auf staatliche Hilfe angewiesen. Elterngeld gab es damals nicht. Kitas, Krippen gab es auch nicht oder so gut wie nicht. Sie hätten mir auch im Schauspielberuf nichts genützt. Den Single-Mamas ohne familiäre Unterstützung blieb damals nichts anderes als Sozialhilfe. Und heute? Noch immer sind rund 40% der alleinerziehenden Mütter auf Transferleistungen angewiesen. Zahltag ist ein langes Kapitel. Deshalb habe ich es auf der Lesereise nie gelesen. Heute lese ich es weitgehend ungekürzt. Frau Lieber sagt dazu: No, haben Männer geschrieben schon so viele dicke Bücher mit lange Geschichten über Kriege und Schlachtengetümmel in alle grausige Details. Aber kommt Gleichberechtigung erst, wenn sind geschrieben genauso viele lange Geschichten von Frauen und werden diese Geschichten gelesen und prämiert, Frauengeschichten über Schwangerschaft und Geburt und Leben mit Kindern und Haushalt. Erst dann kommt Gleichberechtigung. Trotzdem die ersten 5 Seiten der Geschichte nur in Kurzfassung. Früh am Morgen mache ich mich fertig, wecke mein Kind und mache mich auf, mit dem Kind zum Sozialamt zu gehen. Das Kind spreche ich in der Geschichte mit Du an. Nach einer langen, nervigen U-Bahnfahrt kommen wir an unserem Ziel an, dem Sozialamt. Die Luft ist grau von kaltem Rauch. Damals wurde auf den Ämtern noch geraucht. Und grau sind die Gesichter der Menschen, die hier auch warten. Man sieht, sie haben schon bessere Tage gesehen. Meine Augen brennen. Ich habe schon bessere Tage gesehen. Nach endlosem Warten mit etlichen Zwischenfällen, vielen Treppauf, Treppab und einer netten Dame, die meiner Tochter ein Stückchen Schokolade schenkt, sind wir endlich dran. Ich stopfe mein Portemonnaie in die Tasche, hänge die Tasche über die Schulter, klemme Mützchen und Mäntelchen unter den linken Arm und hebe dich mit dem rechten auf die Hüfte. Drücke mit dem Ellbogen die Tür zum Zimmer Nummer 50 auf, grüße, nenne meinen Namen, stelle dich ab. Ohne aufzusehen, deutet der Sachbearbeiter, der Herr Grupp, auf einen ungepolsterten Stuhl und sucht meine Akte raus. Ich hänge dein Mäntelchen über die Lehne, es rutscht runter, ich lege es unter den Sitz, schwitze, ziehe meinen Mantel aus, hänge ihn über die Lehne, stelle meine Tasche unter den Stuhl, setze mich und grabe das letzte Tempo aus der Tasche, um dir Mund und Hände zu säubern. Was gibt's, Frau Kenter? Der Herr Grob nennt mich beim Namen, das ist offenbar Vorschrift, und er fragt, ohne die Stimme zu heben, ohne Fragezeichen.
Also ich möchte mal nachfragen, die Sozialhilfe wird mir ja immer zum Monatsersten überwiesen, aber Sie können froh sein, dass Sie Sozialhilfe kriegen. Ja, ja, natürlich. Stünden Sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, bekämen Sie Arbeitslosengeld oder Hilfe. Freilich wäre das besser. Ja, ich wollte nur sagen, für diesen Monat habe ich noch kein Geld bekommen und heute ist schon der 18. Du kletterst mir auf den Schoß, zupfst an meinem Kleid. Ich zeige dir den Kugelschreiber, der gesichert mit einer Silberkette an einem schweren Ständer auf dem Schreibtisch steht. Wackle damit, du niest. Ich putze dir die Nase mit dem zerknüllten Schokotempo, an dem noch die Schokoladenreste sind von der netten Dame. Ja, also das wird jetzt nicht mehr überwiesen, Frau Kenter, das müssen Sie jetzt immer selbst abholen. Was? Wieso denn das? Du malst mit dem Kuli auf dem Tisch. Ich schiebe dir einen Formularvordruck als Unterlage hin. Ja, das hat technische Gründe, Frau Kenter, das geht nicht mehr. Was aber? Das ging doch bisher immer. Ja, da ist was umgestellt worden, Frau Kenter. EDV. Arbeiten tun Sie aber noch nicht wieder. Das Kettchen hat sich aus der Halterung gelöst, der Stift fällt zu Boden. Ich hebe ihn auf und lege ihn auf den Tisch neben einen herumliegenden Stempel. Doch, ich arbeite manchmal stundenweise, aber das wissen Sie ja. Du hast den Stempel gegriffen. Damit du nicht auf den Tisch stempelst, halte ich meine Hand hin. Du stempelst meine Hand. So, so, stundenweise. Und wieso erreicht man sie dann so schwer, Frau Kenter? Neulich habe ich es ja oft probieren müssen. Was wollten Sie denn? Wieso haben Sie keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen? Du willst runter von meinem Schoß. Ja, Frau Kenter, ich wollte Sie ja persönlich erreichen. Und Anrufbeantworter, der ist ja immer an, sogar nachts. Den haben Sie doch nicht eingeschaltet, wenn Sie daheim sind, oder? Der Herr Grob fragt immer ohne Fragezeichen in der Stimme. Ich muss erreichbar sein. Wer nicht erreichbar ist, verliert den Auftrag. Alle haben jetzt so ein Ding. Und wenn ich die Kleine bade oder ins Bett bringe, aus einer halb offen stehenden Schublade holst du von meinem Schoß aus, weit nach vorn gebeugt, Büroklammern heraus. Aber sie stehen doch in keinem Arbeitsverhältnis, Frau. Ab jetzt nennt er mich nicht mehr beim Namen. Wie oft soll ich es denn noch erklären? Ich bin Freiberuflerin, ich arbeite stundenweise. Mehr geht ja noch nicht mit dem Kind. Aber das wissen Sie doch alles. Und die Abrechnungen, die schicke ich Ihnen ja auch jeden Monat zu. Ja, Frau Eben, da verdienen Sie mal 200, mal 300 Mark und letzten Endes können wir Ihnen dann doch nie was abziehen von der Hilfe. Du stößt mit dem Kopf gegen die Kante des Tisches, weinst. Können wir Ihnen dann doch nie was abziehen von der Hilfe, weil Sie da, ich nehme dich fest in den Arm, streichle deinen Kopf, weil Sie da mir immer einen Haufen Quittungen schicken für Fahrt- und Betreuungskosten und da bleibt ja nie was übrig. Du schreist noch immer, ich streichle dich weiter, wiege dich auf meinem Schoß. Aber ich kann die Kleine doch nicht mitnehmen zur Arbeit. Wie soll ich arbeiten, ohne dass jemand sie hütet? Dein Weinen lässt nach. Zum Trost willst du jetzt die Brust. Ich drücke dich an mein Kleid, nicht jetzt, bitte. Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, so eine nette und zuverlässige Babysitterin zu finden. Aber wieso rufen Sie ständig bei mir an? Reine Routineüberprüfung. Was soll denn das? Du zupfst an meinem Kleid. Ich gehe zum Spielplatz, zum Einkaufen, zum Kinderarzt, zum Casting, zur Arbeit. Ist das verboten? Du zupfst heftiger an meinem Kleid. Nein, nicht jetzt. Und dabei wollen Sie aber nichts verdienen. Herr Grob ist zu anredefreien Sätzen übergegangen. Ich habe 2 Jahre pausiert. Ich muss doch erst mal wieder Kontakte knüpfen. Auch wenn ich vom Verdienst kaum was behalten kann. Auch wenn vom Verdienst kaum was übrig bleibt. Theaterspielen geht nicht mehr mit Kind allein. Also bemühe ich mich um einen Quereinstieg als Sprecherin. Das ist nicht so einfach. Und als Tagesschausprecherin wollen Sie nichts verdienen. Nicht Tagesschau. Synchron. Naja, ich kann Ihnen ja nichts beweisen. Ich habe nur noch 10 Mark. Ich brauche das Novembergeld. Du greifst nach einem Formularberg auf dem Tisch, der ganze Stapel stiebt zu Boden. Ich brauche das Geld heute. Und aus den Abrechnungen, die ich Ihnen jeden Monat schicke, geht mein Einkommen hervor. Ich gebe dir eines der Blätter,
und staple die anderen außerhalb deiner Reichweite wieder ordentlich auf den Tisch. Ja, nein, ihr Einkommen ändert sich ja ständig. Das muss ja jeden Monat neu ausgerechnet werden, was sie jeweils von uns bekommen. Du kaust an dem Papier herum. Aber das können sie doch anhand der Belege ausrechnen. Dazu muss ich doch nicht extra herkommen mit dem Kind und ihnen beim Rechnen zuschauen. Außerdem, wer zahlt mir die Fahrtkosten? Die sind auch nicht im Regelsatz drin. Du verschluckst dich an einem Papierfätzchen, hustest. Ich klopfe dir auf den Rücken. Komm, mach die Arme hoch. Ja, so. Spuck's aus, spuck's aus. Also, wenn wir mit jedem hier so viel Rechenarbeit hätten wie mit Ihnen. Du wirkst das feuchte Krümelchen in meine Hand. Ich stehe mit dir auf der Hüfte auf, um es in den Abfallkorb zu werfen, mitsamt dem feuchten Tempotuch, das ich noch in der Hand halte. Hören Sie, es ist schon auffällig. Kurz nachdem das Gericht für mich entschieden hat und Ihre Behörde zu Nachzahlungen verurteilt, wegen der Heizkosten, die Sie mir vorenthalten haben, unmittelbar danach stellen Sie die laufenden Zahlungen an mich ein. Das ist doch auffällig, finden Sie nicht? Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Das Heizungsgeld ist auch noch nicht auf meinem Konto. Wir setzen uns wieder. Also bitte, meinetwegen, wir können auch weiter überweisen, aber immer frühestens zur Monatsmitte, weil das technisch... Ja, 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 und bitte, du kletterst von meinem Schoß und läufst durchs Zimmer, rüttelst am Aktenschrank. Ich ziehe dich sanft weg. Bitte, geben Sie mir heute eine Barauszahlung. Ich kann nicht mal mehr Windeln kaufen. Der Herr Grob antwortet nicht. Du stehst vor der offenen Schreibtischschublade und pickst Büroklammern heraus. Hören Sie, vergraulen nützt nichts. Ich bin auf die Sozialhilfe angewiesen, ist eh alles schwierig genug. Ja, bleiben Sie doch daheim, Sie müssen ja nicht arbeiten. Also das ist also... Halt, 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 nicht die Büroklammer in den Mund stecken, Herzchen. Komm wieder auf den Schoß. Schau, so, ich zwick dir das Papierchen zusammen. So kannst du machen. Noch etwas, bevor ich es vergesse. Meine Waschmaschine ist kaputt. Ich möchte einen Antrag auf Übernahme der Reparaturkosten stellen. Waschmaschine? Diesmal fragt Herr Grob mit Frage und Ausrufezeichen. Aber Sie haben ja gar kein Anrecht auf eine Waschmaschine. Du zupfst die Klammer wieder ab vom Papier, gibst sie mir. Es geht ja auch nur um die Reparaturkosten. Die sind im Regelsatz drin. Nein, da sind nur geringfügige Kosten drin, aber schon die Anfahrt vom Installateur ist ja mehr als geringfügig. Und Auto habe ich auch keins. Ich kann das Ding doch nicht unter den Arm klemmen und irgendwo hintragen. Ja, was ist denn da kaputt an der Maschine da? Die Büroklammer fällt runter. Du beugst dich weit von meinem Schoß, vergisst die Klammer, spielst mit dem Reißverschluss meiner Handtasche. Die Maschine spuckt Wasser bei jedem Schleudern. Aber waschen tut sie noch. Schon. Na, dann ist das ja nicht so schlimm. Soll ich jetzt auch noch jede Woche 4 Maschinen mit der Hand auswinden, waschen und auswinden? Also, Frau, wir haben hier mehrere Damen. Die arbeiten. Und die haben Kinder. Und die waschen ihre Wäsche mit der Hand. Anrecht auf eine Waschmaschine erst ab 2 Kindern. Keine Maschine, keine Reparatur. Sie haben ja Ansprüche. Ich habe Rechte. Schwierig genug, sie wahrzunehmen. Sie stellen Ansprüche, die... Nein, ich stelle Anträge. Heute auf Übernahme von Reparaturkosten, die nicht im Regelsatz enthalten sind. Wir können gern auch wieder vor Gericht. Ja, also mir ist das gleich. Vielleicht wird's ja bewilligt. Mir kann das gleich sein. Da ist Ihr Antrag, hier unterschreiben. Dein Kopf ist an meine Brust gesunken. Wortlos überreichte Herr Grob mir den Schein für die Barauszahlung. Danke. Auf Wiedersehen. Stumm heftete Herr Grob meinen Antrag ab. Du atmest zu tief. Oje, oh, bist eingeschlafen auf meinem Schoß. Gerade jetzt. Ich schlüpfe mit einem Arm in meinen Mantel, bücke mich vorsichtig, nehme Tasche und Mäntelchen vom Boden, öffne die Tür mit dem Ellbogen, gehe hinaus, lasse sie offen. Zaghaft klopft die nächste trotzdem an. Vorsichtig wecke ich dich auf. Du verziehst das Gesicht. Ich setze dich ab auf einen freien Platz auf der Bank, schlüpfe auch mit dem
anderen Arm in meinen Mantel, vier Treppen hinunter, langsam mit dir an der Hand. Tap, 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 gehst du. Meine Knie sind weich. Plötzlich fällt mir ein, was ich träumte heute Nacht. Ich war verurteilt wegen eines Sexualdelikts, das ich gar nicht als Vergehen empfand. Aber ich sollte hingerichtet werden, denn es war strafbar, ein Kind zu haben, allein. Ich sollte hingerichtet werden, und erschrocken dachte ich, und wer soll jetzt für die Kleine sorgen? Tap, 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 gehst du an meiner Hand. Im Kassenraum eine Schlange von Wartenden. 231 Mark Mietanteil für die Hälfte der großen Wohnung, 72 Mark Heizung, 30 Mark Versicherungen. Und zum Leben, zum Essen, Trinken, Kochen, Waschen, Bügeln, Windeln kaufen, Po eincremen, Zeitung lesen, Briefe schreiben, Licht einschalten, Kinderarzt anrufen, Kontaktlinsen pflegen, für Trambahn und Schuster, für Hustensaft und Klopapier, für Katzenfutter, Zahnbürste, Bücher, neue Teekanne, Heizlüfterreparatur, Pulswärmer stricken, Teppich reinigen, Glühbirnen erneuern, für Zoobesuch, Karussell fahren, Eis spendieren und Auers mit Pflaster versorgen. 342 Mark zahlt Papa Staat für mich. 153 Mark zahlt er für dich. 207 Mark Alimente und 50 Mark Kindergeld zieht er dir wieder ab. Macht ein Minus, oder? In diesem Monat kamen die Alimente. Manchmal kommen sie nicht. Abgezogen werden sie immer von der Hilfe. Es ist 9:30. Ich fische einen Kronkorken und eine leere Zigarettenschachtel aus dem Buggy im Hausflur des Sozialamtes. Kein Papierkorb. Angeekelt stecke ich alles in die Manteltasche. 10:00 wäre das Casting für eine Fernsehrolle. Aber vorher müsste ich noch nach Hause und dich zu einer Freundin bringen. Zu spät. Das schaffe ich eh nicht mehr. Ach, es wäre ja auch ein Auswärtsdreh. Wer sollte dich da hüten? Die Babysitterin ist morgens noch in der Schule. Und sonst ist ja niemand da. Ach komm, wir gehen gemütlich nach Hause. In der Fußgängerzone bayerische Volkslieder. Zwei Burschen in Lederhosen, Gitarre, Akkordeon, breite Schultern, großes Lächeln, weiße Zähne, kraftvolle Stimmen. Viele Leute drumherum im Halbkreis. Es ist sonnig geworden, herbstmild leuchtend. Ich bleibe stehen. Du klatscht in die Hände zur Musik, hüpfst im Buggy, streckst die Ärmchen aus. Ich bücke mich, nehme dich auf die Hüfte, wir tanzen. Ich halte dich fest und die Tasche mit unserem Geld. Die Burschen singen. Oh mei, Madel, was fangst denn jetzt an? Hast du Glorans Kind und kein Mo? Hast du Glorans Kind und kein Mo? Kleiner Ratschlag noch von Frau Lieber. Sie sagt, no, gibt buddhistische Übung, wo du verbeugst dich 108 Mal vor Schicksal und das führt zur Erleuchtung. Aber müssen Mütter nicht machen, diese Übung. Weil bücken sie sich sowieso schon 300 Mal am Tag. Und wenn ihnen dabei kein Licht aufgeht, geht ihnen bestimmt auf 30 Jahre später bei erste Bandscheibenvorfall. Und jetzt gleich zu Arm und Reich vor 8. Heute, wer nichts hat, bleibt arm. Wie das Statistische Bundesamt, Testatis, mitteilt, gingen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr 4,6% und 5% preisbereinigt zurück. Dies war der stärkste Rückgang seit 1970. Über ein Drittel, 35% der überschuldeten Personen, die im Jahr 2019 die Hilfe einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, lebten mit mindestens einem unterhaltspflichtigen Kind im eigenen Haushalt.
also in der Regel Mütter. Weitere knapp 10% dieser Überschuldeten hatten mindestens ein Kind, das außerhalb des eigenen Haushalts wohnte. Insgesamt haben 2019 über 580.000 Personen aufgrund von finanziellen Problemen die Hilfe von Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Anspruch genommen. Christoph Butterwegge, ehemals Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln, äußerte Anfang März: Die Pandemie erzeugt schwere wirtschaftliche Verwerfungen, wirkt polarisierend, ökonomisch, sozial und politisch. Zudem verschärft sich die Ungleichheit der Geschlechter, denn Frauen sind, anders als bei der Finanzkrise 2008-2009, stärker vom Beschäftigungsrückgang betroffen, weil sie häufiger in Krisenbranchen wie dem Gastgewerbe tätig sind. Außerdem sind es hauptsächlich Mütter, die im Erwerbsleben zurückstecken müssen, weil sich Beruf und Familie im Homeoffice, bei geschlossenen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen noch weniger miteinander vereinbaren lassen als sonst. Während sich so das Erwerbseinkommen von Frauen verringert, vermehrt sich die von ihnen erbrachte Sorgearbeit, weshalb man von ihrer doppelten Benachteiligung sprechen kann. Auch in der Corona-Krise gilt: Wer hat, dem wird gegeben. Nach einer Pandemieauswertung der Krankenkasse DRK vom Februar dieses Jahres haben sich in Berlin die Einweisungen junger Menschen in die Psychiatrie fast verdoppelt. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Charité Campus Virchow fallen vor allem sehr magere, essgestörte Mädchen auf, denen wahrscheinlich Lehrer, Freundinnen oder Kinderärzte als Korrektiv fehlen, sowie Hautritzungen als zerstörerische Bewältigungsstrategie. Meldungen aus der Berliner Charité: Im Corona-Jahr 2020 haben sich 1.661 Betroffene an die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité gewandt, 8% mehr als im Jahr zuvor. Das ist genderneutral mal wieder ausgedrückt, das sind zu 80% oder 90% Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Die Golem Media GmbH teilt mit: Auf dem leergefegten Markt für Corona-Impfstoffe beobachten EU-Ermittler immer mehr Betrügereien. Vermittler hätten Regierungen in den vergangenen Wochen insgesamt 900 Millionen Dosen Impfstoff für 12,7 Milliarden Euro angeboten, erklärte die EU-Antibetrugsbehörde der deutschen Presseagentur in Brüssel. Nach einer Untersuchung der AOK Rheinland-Hamburg haben Hartz-IV-Beziehende ein um 84% erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf der Covid-19-Krankheit. Ein wesentlicher Faktor dabei dürften die ungesünderen Lebens- und Wohnverhältnisse sein. Erste vereinzelte Daten aus Hamburg, Berlin, Bremen, Bochum oder Duisburg zeigen signifikante Abweichungen in den Infektionszahlen armer und reicher Stadtteile. Und auch dazu hat Frau Lieber noch etwas zu sagen, sagt sie nämlich: No, werden in die ganze Schlamassel a paar ungeheuer reich dabei. Und kannst du schreiben ungeheuer auch mit große U? Bis zum nächsten Mal.